Bei ihrem Einsatz wegen Randale in einem Gartencenter kommen Muri Demir und Tom Meyer einer hinterlistigen Intrige auf die Spur. Lassen Sie das Beil fallen. Okay. Alles gut. Alles gut, ja? Ja. Machen Sie mal Alkoholtest, bitte. Was sollen wir machen? Alkoholtest. Erstmal wunderschönen guten Tag. Wir sind von der Polizei. Wer sind Sie? Hallo. Hallo. Ich bin der Johannes. Johannes. Ich schütze dich mal, ja? Ich bin jetzt mal so frei und schütze dich mal. Johannes, kannst du mir mal vielleicht mal erklären, was du hier machst, bevor wir jetzt irgendeinen Alkoholtest oder sonstiges machen? Ich wollte hier Blumen kaufen für meine Frau. Ja. Das kann man ja wohl auch machen, wenn man betrunken ist. Ja, aber die Blumen. Aber ich wollte hier nicht, jemand wollte mich hier nicht bedienen. Deswegen wolltest du jetzt die Bäume fällen, oder? Wollte ich dir nicht bedienen, bitte? Ja. Hier diese rothaarige Hexe, die hier war. Rothaarige Hexe? Das ist Monika. Monika. Hast du einen Ausweis für uns, da? Genau. Guck mal. Ups, ja, alles gut? Immer schön alles gut. Schön langsam fallen, hat man immer mehr davon. Ne? Dauert auch ein bisschen länger. Haben Sie den Mann schon mal hier gesehen? Nein, ich kenne den nicht. Okay, aber und diese Mitarbeiterin? Die müsste noch hier sein, die Mitarbeiterin. Weil wenn er sagt, die wurde nicht bedient und ich erwarte sie auch. Okay. Eigentlich, die ist immer eher da als wir. Wie heißt sie nochmal? Monika. Hallo, mach doch mal einen Alkoholtest jetzt. Wir machen gleich einen Alkoholtest. Wo ist die Monika? Wer? Können wir die einmal suchen, bitte? Weil ich weiß die nicht, Rothaarige. Weiß ich. Warten Sie mal ganz kurz, bis mein Kollege gefragt hat. Weggeschafft habe ich sie. Arbeitet sie schon lange bei Ihnen? Ja, das ist eigentlich meine langjährige Mitarbeiterin. Die ist aber eigentlich heute wieder das erste Mal da. Weil? Die war in Mutterschaft. Die war in Mutterschaft? Urlaub, also genau. Schon die Vertretung. Oh, okay, alles klar. Und der Mitarbeiter ist nur noch eine Woche eigentlich da. Okay, das heißt, okay, Sie wurden quasi eingestellt, weil Ihre Mitarbeiterin in Mutterschaft ist. Okay. Genau. Hört mal auf zu reden, macht doch mal hier so ein Test. Oh, jetzt geben Sie den Ton hier an, ja, wunderbar. Ja. Was mich interessieren würde, wenn jetzt Ihre Mitarbeiterin kommt, bleibt ihr noch hier beschäftigt? Nein, nur noch eine Woche. Und dann wäre befristet. Genau, befristet. Okay. Und das wussten Sie auch von vornherein? Ja, klar. Okay, alles klar. Die Suche nach der Floristin verläuft zunächst erfolglos. Doch dann vernehmen die Polizisten Rufe, die klar auf eine Notlage hindeuten. Monika? Achso, Monika. Hey. Oh nein. Monika. Ganz gut, ganz ruhig. Vorsichtig. Ganz ruhig, ganz vorsichtig. Ich will jetzt auch nicht wehtun. Du bist die Monika, ne? Ja. Okay. Oh Gott. Warte mal, ich befreie dich mal kurz. Was mit dir gemacht? Überfallen worden? Wir gucken gleich mal. Oh mein Gott. Ganz ruhig. Brauchst du medizinische Hilfe? Ich will nur hier weg. Komm hier hin. Ja? So ganz ruhig jetzt? Ja. Ja? Vorsicht ja. Mit dem. Ja, ja. Nicht, dass ich jetzt auch noch verletze. Ja. Scheiße. Braucht ihr einen Arzt? Nein, zum Glück nicht. Mir ist nichts passiert, aber ich verstehe das nicht. Der war ein Einbrecher. Ist er schon weg? Nein, der. Einbrecher? Wenn das der ist, der da vorne sitzt, dann ist er nicht weg. Ich muss kurz nochmal. Sind Sie überfallen worden? Nein. Wissen Sie was davon? Nicht, nein. Aber der Eingang, der hat so eine Kamera, da kann ich immer. Eine Überwachungsanlage? Ja, Überwachungskamera hat der. Wunderbar, okay. Warten Sie mal ganz kurz. Also, Sie brauchen definitiv keinen Arzt, ja? Nein, alles in Ordnung, okay. Ist nichts passiert. Alles klar. Noch haben die Polizisten kaum Informationen über den Tathergang. Die Sichtung des Überwachungsvideos liefert ihnen verblüffende Erkenntnisse. Der hat Ihnen das angetan? Okay, alles klar. Beruhigen Sie sich. Bleiben Sie hier. Wir gucken uns kurz mal die Aufnahmen an. Ja. Genau. Warte mal, Sie sollten hier nicht weiter trinken. Okay. Ja? Ich warte noch kurz mal auf meinen Kollegen. Ja, das machen wir gleich. Aber hier wird jetzt auch nicht weiter getrunken, Freundchen. Mutti, guckst du mal? Nein, das ist doch unwichtig. Hauptsache, dir geht's gut. Die Tür stand auf und ich habe nur nachgeguckt und. Eindeutig her. Ja, kriegen Sie gleich Alkohol. Ein Schlüssel? Der hat einen Schlüssel benutzt. Er ist nicht eingebrochen. Die Tür war auf. Deswegen bin ich ja so rein und hab geguckt. Ja, die Flasche, die ich jetzt gerade aus der Hand genommen habe. Dann hat er mich eingeschleppt. Echt? Ja. Ist sofort handgreiflich geworden, Prost. Der Typ. Auf Ex? Hatte der auch schon eine Axt dabei gehabt? Ich habe keine Axt gesehen, nee. Keine Ahnung. Ist das ein Atemalkoholgerät? Ja. Ja, weiß ich, krieg's auch gleich wieder. Guck mal, Mutti. Muss mal kurz mal reingucken. Hier. Okay. Alles klar. Das werden wir noch benötigen, ja? Bitte nicht weg. Frage. Du bist ja durch die Tür reingekommen, ne?
Ja, ist aber nicht aufgebrochen. Hast du einen Schlüssel gehabt? Habe ich mir besorgt. Von wem? Das ist jetzt die Frage. Habe ich mir besorgt? Ja, muss ich irgendwoher besorgt haben. Von wem? Nee. Egal ist es nicht. Mach mal Alkoholtest. Machen wir gleich. Mutti, ja? Ist dir was aufgefallen? Ja, die Kette. Ich darf dich noch mal. Ja. Guck mal, das ist ein Teil eines Herzens. Tun Sie mal die Hand weg, bitte. Kommen Sie mal her. Warum? Ich darf doch mal. Das ist die andere Hälfte. Kennst du ihn? Kennen Sie beiden sich? Oh ja. Nein, ehrlich. Kennen Sie sich? Kennen Sie sich? Johannes, hier spielt die Musik. Kennst du ihn? Herrn? Was hat's mit der Kette an sich? Also wir können die Ketten auch abnehmen, wir können sie auch zusammenfügen. Nein, wir können das komplett durchziehen. Unsere Herzen. Unsere Herzen. Also unsere Herzen. Kennen sich doch. Sie kennen sich doch. Ja. Ich mach's dann nur noch schlimmer. Also, womit schlimmer? Ich kenne ihn schon. Ich kenne ihn schon, ja. Woher kennen Sie sich denn? Sind Sie ein Paar? Ja, ich kenne ihn schon seit 4 Jahren. Wir wohnen zusammen und sind noch ein Paar, ja. Okay. Jetzt stellt sich natürlich die Frage nach dem Motiv. Ja, der muss wohl meinen Schlüssel geklaut haben heute Morgen. Was soll das denn? Ja. Warum bist du denn zurück zur Arbeit gekommen? Hallo, der Kolja hat den Job verdient. Ich muss Geld verdienen. Und darum sollte die weg. Kolja. Wie? Du kannst doch nicht meinen Schlüssel klauen und einfach hier einbrechen. Du hast den Job verdient. Sag mal, bist du bescheuert? Nein, wir wollen ich nach Mallorca. Ich bin der Claudia, dass ich noch arbeiten kann. Ja, aber die hätte dich nehmen sollen, nicht die. Ja, dann such dir einen Job und verdien auch Geld. Ist ja nicht so einfach. Ich wollte doch nur das Beste für uns. Habe ich das richtig verstanden? Sie wollten Ihren Freund... oder mach mal einen Alkoholtest erst. Hören Sie mal zu. Schauen Sie mich an. Okay, wir reden jetzt miteinander. Ich habe das jetzt richtig verstanden. Sie haben den Schlüssel Ihrem Freund entwendet, weil Sie dafür sorgen wollten... Wie auch immer. Weil Sie dafür sorgen wollten, dass er seinen Job hier behält. Ah. Und dadurch, und Sie wollten der Frau hier schädigen, die eigentlich... Nein, sie sollte nur weg, ich wollte sie nicht schädigen. Okay, und dann wollten Sie das klären. Und den Alkohol haben Sie getrunken, um, ich vermute, um schuldunfähig zu sein? Ja, betrunken ist, dann kann man noch machen, was man will. Haben Sie wahrscheinlich ja schön... Okay. Wo haben Sie das denn nachgelesen? Im Internet. Im Internet, kann man schöne Sachen nachlesen, ne? So krank bist du. Ich wollte doch nur dir helfen. Ja. Okay. Mutti, ich bring dich schon mal ins Auto, ja? Du kannst kurz mal hier mit den Herrschaften reden. So, Sie kommen jetzt mal mit, ja? Wir werden uns im Auto noch mal unterhalten, ja? Im Auto? Okay, Sie werden vernünftig sein. Ja, das vorsätzliche Betrinken, ja, war gar nicht mal so, ich sag mal, dumm. Also dumm in der Hinsicht, wenn wir natürlich nicht hinter diese Geschichte mehr oder weniger gekommen wären. Da hätte es ja auch eigentlich ja klappen können. Ja, der hat sich ja natürlich auch im Internet schlau gemacht, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja, wenn man angetrunken ist, eine gewisse Promillezahl dementsprechend hat, ja auch eventuell eine Strafminderung erwarten kann. Es ist nur eine Kannfunktion, also es muss nicht. Und ganz auf den Kopf gefallen ist er nicht. Glücklicherweise ist aber das Ganze nicht so aufgegangen, so wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Du kanntest den? Ich bin mit ihm seit 4 Jahren schon zusammen. Ich wusste es nicht. Ja. Seit 4 Jahren, sagen Sie, ne? Seit 4 Jahren schon, ja. Okay, und Sie wussten natürlich von nichts. Nee. Ich hätte es jetzt auch später gesagt, nur aber mir war es selber jetzt unangenehm. Gut. Den scheidet immer über meinen Kopf hinweg. Also, der wollte mir, gestern gucke ich im Internet, da hat er irgendwie einen Flug gebucht nach Mallorca. Mhm. Und der ist total durchgeknallt letzte Woche. Beide, jetzt ja, beide. Von meinen Kosten. Ich arbeite ja hier und verdiene mein Geld. Er ist schon auch noch er ist arbeitslos schon seit 3 Jahren. Und ja, irgendeiner muss da irgendwie was verdienen. Ich bin froh, dass ich hier den Job habe und dass die Claudia mich hier arbeiten lässt. Ja, wir hätten auch vielleicht eine Lösung gefunden. Genau. Ja. Wegen den Menschen kann ja geholfen werden. Aber der ist komplett, weiß ich nicht. Die wichtige Frage ist, ist Ihnen erstmal soweit was passiert? Wir würden uns gerne aufnehmen, wenn Sie eine Anzeige erstatten wollen. Beziehungsweise wir müssen das sowieso vom Amts wegen machen, weil hier sind wir auch natürlich in dem Bereich, ich sag mal, einer Freiheitsberaubung, ja, dass sie auch gefesselt worden sind. Das will man dann dementsprechend auch nochmal dokumentieren. Ja. Alles andere lassen wir dann über den Postweg dann laufen. Auch Sie bekommen dann Post und können sich dem Sachwalt dann dementsprechend äußern. Falls hier irgendetwas zu Schaden gekommen ist, weil er war ja mit dem Ball, mit dem kleinen Axt unterwegs gewesen, tun Sie uns gefallen, protokollieren Sie das komplett, was hier zu Buch gekommen ist, kaputt gegangen ist. Ja. Und lassen uns das dann zukommen. Mach ich mal, auf jeden Fall. Herr Reismann spekuliert auf einen sogenannten Vollrausch. Das ist eine Straftat. Das heißt, derjenige ist so betrunken, dass er quasi gar keine Verantwortung für seine Straftaten tragen kann. Darauf spekuliert er. Nichtsdestotrotz werden wir ihn erstmal wegen Hausfriedensbruch beanzeigen, wegen Körperverletzung, wegen Freiheitsberaubung und Nötigung. In diese Richtungen werden wir auf jeden Fall ermitteln. Ja. Gut, wünsche ich Ihnen noch alles Gute, Ihnen danke, auch. Dass Sie gekommen sind. Und wieder. Ja.
Polizei, Freunde und Helfer, ne? Ja, so ist es. Also, bis demnächst. Ja, ciao. Tschüss, schönen Tag noch. Danke schön Ihnen auch.